Es ist wieder soweit. Wir sprechen heute mal über den Inhalt dieser Tüte. Heute gibt's ein Aufgebraucht-Video. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Und mir ist das Aufbrauchen meiner Produkte, die ich kaufe, immens wichtig, weil ich einigermaßen nachhaltig handeln möchte. Ich sage jetzt extra einigermaßen nachhaltig, weil dieses ganze Ding von Nachhaltigkeit so zu fassen, dass man wirklich ideal für die Umwelt handelt, ist schwierig meiner Meinung nach. Ich tue mein Bestes und wir legen mal los mit dem Reiniger von No. Das habe ich zur Verfügung gestellt bekommen. Das war ein PR-Sample. Ich mochte das Produkt tatsächlich nicht so. Es war zu flüssig meiner Meinung nach. Nicht im eigentlichen Zustand, sondern wenn man sich das auf das Gesicht aufgetragen hat, dann ist dir das überall runtergelaufen. Also es ist eher so ein Gel und in Verbindung mit Wasser wird es so ganz milchig wässrig. Gereinigt hat es super, aber ich mochte das halt nicht, wenn das so dann so runterläuft. Und der Geruch, also es ist parfümiert, es hat nach Ingwer gerochen, es ist nicht mild parfümiert gewesen. Nichtsdestotrotz war es okay und es war schön, dass ich es mal ausprobieren konnte. Gekauft hätte ich es mir höchstwahrscheinlich nicht. Dann sind mir meine Teekerzen leer gegangen. Ich verwende die von DM ohne Aluminiumschale. Finde die ganz in Ordnung. Die haben auch eine ziemlich lange Brenndauer. Und natürlich ist sowas nicht vegan. Also es sind keine veganen Kerzen. Dann haben wir eine Zahnbürste. Und die Borsten, das ist echt witzig, die Borsten haben so schnell die Farbe verloren. Die färben die immer ein, damit man die Zahnbürsten untereinander auseinanderhalten kann. Und wenn die Borsten aber so schnell sich entfärben, dann macht die ganze Sache auch keinen Sinn. Die gibt's bei DM. Ich habe jetzt, glaube ich, gelbe noch hier. Muss ich mal gucken. Ich weiß aber nie, was ich mir da im Vorrat kaufe. Die Marke ist okay, ist aber teurer wie Hydrophil. Von dem her würde ich dann eher zu einer Hydrophil-Zahnbürste greifen. Gab es jetzt nicht bei DM, daher die Alternative. Dann haben wir hier My Lily Tampons. Das ist auch eine nachhaltige Alternative. Eine faire Alternative, die habe ich mir damals mal bei Rossmann gekauft, weil es die mit einem Coupon gab, also den machen wir uns dann im Angebot. Ja, waren okay, also ich würde jetzt nicht systematisch dazu greifen, da finde ich die von Einhorn einfach besser. Auch die Verpackung ging relativ leicht auf. Ich probiere gerne mal, wenn ich neue Marken sehe, die aus, wenn sie nachhaltig sind. Und ja, kennt ihr My Lily? Könnt ihr ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Dann ist mir tatsächlich leer gegangen. Die Sachen sind hier schon ein halbes Jahr drin. Ne? Also das letzte Video, was ich gemacht habe, kann ich euch mal unter dem i verlinken. Und viele der Produkte sind eben auch Project 10 Produkte. Das kann ich euch auch mal unter das i packen. Das Shampoo war okay. Nee, es war eigentlich relativ gut. Ich habe das nur nicht mehr so richtig in Erinnerung, weil ich so viel rumprobiere. Es hat um die 10 Euro gekostet. Du hast aber den Mega-Klotz bekommen. Und ich bin dann irgendwann hergegangen, weil ich eben viel rumteste. Und habe das halt zum Duschen dann verwendet. Es war ein angenehmer Geruch. Es hat nach Lemongrass gerochen. Und die Qualität war einfach super. Also, also ein halbes Jahr ist echt eine lange Zeit, wenn du ein Produkt nicht mehr so in Erinnerung hast. Krass. Dann haben wir hier Eucerin. Das ist definitiv nicht vegan. Das habe ich mir damals bezüglich meiner Kopfhautproblematik geholt. Ich bin halt einfach dabei im Moment
alles leer zu machen, was ich so im Bad rumstehen habe. Und da war das Anti-Schuppen-Shampoo von Eucerin eben auch dabei. Jetzt ist es leer. So würde ich mir sowas nie kaufen. Also wenn mal so ein Produkt dabei ist, dann hat es immer irgendwie einen medizinischen Hintergrund. Dann habe ich ausgetestet den Sonnenbalsam von Face Theory. Ich finde ihn nicht gut, kann ihn auch nicht empfehlen. Mein Vater liebt ihn aber, weil er ist extrem fettig. Du sollst von so Sonnenschutzprodukten 1 Gramm auftragen. Das geht mit dem auf keinen Fall, weil das so fettig ist. Das ist so abartig fettig. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Und dann ist es halt auch nur Lichtschutzfaktor 25. Was meiner Meinung nach nicht ausreicht. Wie gesagt, mein Vater liebt es. Er trägt es gerade regelmäßig auf. Und ich habe ihm ja da auch schon eine Packung wieder nachgekauft. Für mich ist es nichts. Dann sind mir leider kaputt gegangen. Ich habe immer so Tücher in meiner Tasche gehabt. Die hatte ich dann mal aufgehabt und dann nie wieder verwendet. Und der Rest ist dann halt einfach eingetrocknet. Hab mir jetzt nichts mehr nachgekauft, weil ich mir einfach sage, das ist halt wirklich mülltechnisch nicht so cool. Ich habe die damals auch zu einer Bestellung von Ecoverde dabei gehabt. Von dem her ist jetzt nicht viel kaputt gemacht worden. Dann ist mein. Hier ist irgendwas Klebriges ausgelaufen. Mein Deo von Ponyhütchen ist gekippt. Ich habe irgendwann Ausschlag unterm Arm gekriegt davon. Das ist echt schade. Ich habe es fast leer bekommen. Nicht ganz. Ich traue es mich jetzt nicht aufmachen, weil das kann nur noch stinken. Weil, wie gesagt, das ist gekippt dann. Und wenn ein Produkt kippt, du einfach merkst, das verhält sich nicht mehr so, wie es sich vorher verhalten hat. Wegschmeißen. Das ist ganz, ganz wichtig. Du tust deiner Haut keinen Gefallen. Ich glaube, hier haben wir das schuldige Produkt, was hier alles irgendwie verschmutzt. Das habe ich auch leer bekommen. Das ist ein Teil vom Project Ten Pan gewesen. Da habe ich jetzt echt lange dran rumgemacht. Ich habe es immer zusätzlich zu einem anderen Shampoo verwendet, weil ich eben Heilerde in den Haaren habe und die immer rauswaschen möchte, sauber auswaschen möchte. Und da habe ich das immer zu einem anderen Shampoo verwendet, dass es einfach endlich mal leer geht. Es ist super stark parfümiert, es riecht sehr nach Ylang Ylang. Das ist nicht mein Ding. Ich würde es mir auch kein zweites Mal kaufen, weil Amla als Pulver viel besser ist als Öl. Und das war jetzt wirklich das schlechteste Amla-Produkt. Kati ist eine ganz coole Marke. Die Shampoos, da kann ich jetzt nicht viel dazu sagen. Ich habe zwei Shampoos getestet gehabt. Das ist das zweite. Er wird mir jetzt aber keins nachkaufen. Wie gesagt, ich verwende hauptsächlich feste Shampoos. Dann hier habe ich auch nie verwendet. Es war auch noch irgendwie bei irgendeiner Box dabei. Jetzt habe ich schon ewig lang keine Box mehr bestellt. Von dem her abgelaufen. Dann haben wir hier, sie war echt frustrierend. Das war eine Zahncreme von Avril. Avril ist eigentlich keine schlechte Marke, aber die Zahnpasta. Ich brauche schon ein bisschen eine Zahnpasta mit Schleifpartikeln. Ich trinke Kaffee, ich trinke viel Kaffee. Und da hast du gut verfärbte Zähne. Wenn deine Zahnpasta nicht richtig funktioniert, und das hat sie einfach nicht richtig, ich bin eines Tages, gucke ich so in den Spiegel und denke mir so, boah, wie sehen meine Zähne denn aus? Ihhh! Kam es von der Zahnpasta. Ich habe dann irgendwie eine andere zwischenrein genommen gehabt und prompt waren meine Zähne wieder weiß. Also ich kann die gar nicht empfehlen. Die war echt nicht gut. Dann habe ich leer gemacht von Face Theory das BHA-Serum. Das war auch nicht schlecht. Würde es mir aber in der Form nicht mehr nachkaufen, weil ich den Glänzer einfach besser finde. Mal davon abgesehen, ich liebe Face Theory und ich würde einfach ein anderes Produkt testen. Habe jetzt auch noch ein Produkt von Face Theory da, das werde ich euch dann auch vorstellen. Da gibt es auf jeden Fall dann auch ein Video dazu. Müsst ihr mal gucken, besonders in meinem Face Theory-Ordner, vielleicht packe ich den auch mal unters i. Es war okay, wie gesagt, aber preislich gesehen macht der Cleanser einfach eine bessere Arbeit.
Dann haben wir hier, und das war auch ein Project Ten Pan Produkt, da habe ich ewig lang rumgemacht, das habe ich anderthalb Jahre hier rumstehen gehabt, weil ich genau vor anderthalb Jahren ungefähr angefangen habe, meine Gesichtspflege umzustellen. Und da hatte ich den hier noch und den habe ich mehr oder minder am Körper verwendet, nicht mehr am Gesicht, weil das ist super stark alkoholtechnisch. Ich weiß nicht, was sie da immer denken, so viel Alkohol in ein Produkt zu packen und dann auch noch so viel Parfüm reinzuhauen. Das kann nicht helfen. Das ist nicht gut fürs Gesicht, das ist nicht gut für die Haut. Dann haben wir hier, da muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, zum jetzigen Zeitpunkt ist das Produkt fast leer. Also ich habe nur noch so ein ganz dünnes Blättchen. Ich verwende das Produkt tatsächlich im Gesicht im Moment. Das ist die feste Dusche von Secret de Provence gewesen. Im Gesicht mag ich das mehr als am Körper. Am Körper war das hat nicht richtig geschäumt. Das hat mir so eine Film gegeben, so ganz kleine Blasen waren das. Das mag ich nicht so. Das ist aber gut für Allergiker, weil es eben mild formuliert ist und nicht stark parfümiert ist. Es ist nur ganz, 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 ganz schwach parfümiert, also keine deklarationspflichtigen Duftstoffe drin. So, dann habe ich weggeschmissen die beiden Duftöle, die sind mir leider gekippt. Ne, der hier war noch leer, der ist gekippt bei Zitrone. Muss man einfach aufpassen, Zitrone geht unwahrscheinlich schnell kaputt. Wenn du dir Zitrone kaufst, musst gucken, dass du das regelmäßig einfach in deiner Duftlampe anwendest. Wird jetzt für die kälteren Jahreszeiten auf jeden Fall wieder ein bisschen was holen. Dann haben wir hier, und die ist mir auch gekippt, das hat mich voll geärgert, das ist der Aprikosenölbalm gewesen. Habe ich nicht leer bekommen. Es hat irgendwann, dachte ich so, wie riecht das? Das ist vielleicht halb leer oder so. Riecht so, es riecht voll ranzig. Und wenn was ranzig riecht, dann darf es nicht mehr auf die Haut. Absolut nicht. Da haben wir auch noch so ein Duftöl. Das war das, was man trinken konnte. Das war auch jetzt schlecht. Dann haben wir hier ein Major Fail, kann man sagen. Ich achte ja, was Mikroplastik betrifft, ziemlich auf das, was ich kaufe. Und manchmal erwische ich eben Dinge, die Mikroplastik enthalten, wie dieser Kajal. Ich wusste nicht, dass in Kajals Mikroplastik enthalten ist. Ich hatte einmal mein Handy nicht beim Einkaufen dabei, habe also nichts abchecken können und bin prompt da reingeschlittert. Und ich bin halt der Meinung, im Müll ist so ein Produkt nicht so schlimm wie im Wasser. Deswegen verwende ich es nicht und kaufe mir eben ein Kajal aus der Naturkosmetik. Da ist kein Mikroplastik dann enthalten. Dann haben wir hier einen super alten Kajal. Also, den habe ich schon eine ganze Weile. Den will ich jetzt nicht mehr ins Auge geben, weil älter wie 5 Jahre bestimmt. Also locker. Und der ist mir leider auch gekippt. Das ist dieser Corrector gewesen, den ich ganz oft verwendet habe. Ich habe ja ein anderes Produkt jetzt. Und der hat auch irgendwann ranzig gerochen und hat sich anders verhalten auf der Haut. Und das ist echt nicht gut. Das dürft ihr nicht weiterverwenden, auf keinen Fall. Wegschmeißen. Dann hat mich eine Abonnentin darauf hingewiesen, dass mein Augenbrauengel, inzwischen habe ich eins von Alverde und habe mir heute auch die Augenbrauen damit gemacht, dass mein Augenbrauengel ebenfalls Mikroplastik enthält. Und ich bin dann hergegangen und habe es so wie es ist weggeworfen. Weil ihr müsst euch eins vorstellen, beim Thema Mikroplastik ist es besser, ihr schmeißt die Produkte weg, als sie aufzubrauchen. Weil wenn ihr sie aufbraucht, landet das, was hier drin ist, im Wasser. Und im Wasser kann es nicht gefiltert werden. Das ist ganz wichtig. Auch ein Produkt, oh, jetzt wird es richtig schmantig. Auch ein Produkt, was uralt ist und einfach schon stinkt. Ein Blush von P2. Die Marke gibt es ja auch schon gar nicht mehr. Davon abgesehen. Dann haben wir hier Schlafgut Tauoase Spray. Fand ich nicht ganz so gut. Habe ich mir aber auch nicht gekauft, habe ich geschenkt bekommen. Das war auch ein PR-Sample.
mit anderen Produkten noch. Von dem her, ich habe es nicht geliebt. Ja, es war nicht so hundertprozentig das, was ich wollte. Ich hatte mal eins, das war richtig toll. Das hat so nach Rosmarin, nach Vanille, das war so ganz sanft. Das war richtig gut. Das fand ich jetzt nicht ganz so toll, war aber okay. Dann haben wir hier einen super alten Mineralpuder, den ich eh nicht verwende. Ich bin gerade dabei, so ein bisschen auszusanieren, wie ihr auch bei dem Blush gesehen habt. Alles, was einfach schon mega alt ist, solltet ihr nach Möglichkeiten nicht mehr auftragen. Weil auch wenn es so Puderprodukte sind, das ist nicht gut für die Haut. Irgendwann mal geht das Zeug kaputt. Nicht nach dem Verfallsdatum, was auf der Packung steht, das nicht. Aber irgendwann ist es halt echt auch mal gut. Wenn es mal so 3, 4 Jahre sind, dann ist schon mal wirklich abgelaufen. Und das musste ich leider auch wegwerfen. Das ist das japanische Minzöl. Das bin jetzt auch so 2 Jahre alt oder so. Ich nehme Minzöl auch ein. Das kannst du auch einnehmen, wenn du irgendwie mal merkst, so ein Halskratzen oder Kopfschmerzen. Und wenn das dann zu alt ist, solltest du natürlich nach Möglichkeit nicht mehr einnehmen. Und ja, 3/4 geschafft, der Rest leider nicht. Ja, ich habe gedacht, ich hätte ein bisschen mehr. Ich habe jetzt voll geschmotterte Finger. Viele der Produkte sind eben Teil meines Project Tan Pans. Falls du das nicht kennst, du guckst mal unter dem i. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.